Moin Leute, was geht ab? Ivi, Insulin, dranbleiben! Das Insulin ist ein anaboles Hormon, also ein aufbauendes Hormon, welches in den Zellen der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Genauer gesagt nur in den Langerhans-Inseln. Warum das Ganze so heißt? Ja, weil so ein Typ namens Paul Langerhans das Ganze erfunden hat. Und Inseln, weil das halt eine Zellansammlung in der Bauchspeicheldrüse ist. Bilden sich halt solche Inselformen. Und wer hätte gedacht, das Ganze stammt mal wieder vom Lateinischen ab, von dem Wort Insula, was bedeutet Inseln. Deswegen hier wieder dieser Bezug. Und deswegen heißt das Ganze Insulin. Wie bereits erwähnt, ist das Insulin ein aufbauendes Hormon, also ein anaboles Hormon und genau richtig für den Muskelaufbau. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was macht das Insulin? Zusammen mit dem Gegenspieler Glucagon, auch einem Hormon, regelt es den Blutzuckerspiegel, indem es den Zucker, also die Glucose aus dem Blut ins Zellinnere transportiert. Für den Diabetiker, also den Zuckerkranken, ist das Ganze natürlich lebensnotwendig. Er weiß, was Insulin ist, sollte es zumindest wissen, und weiß, dass mit oder durch Insulin der Blutzuckerspiegel gesenkt wird. Ja, das Ganze hört sich schön und gut an, aber was bringt uns Sportler das jetzt ganz genau für den Muskelaufbau? Also zum einen unterstützt das Insulin die Auffüllung der Kohlenhydratvorräte des Muskels und zum anderen unterstützt es die Muskelproteinsynthese. Wenn ihr fertig mit dem Training seid, also am Ende einer Belastung seid, dann ist es so, dass die Muskelzellen sehr sensibel für das Insulin sind. Wenn ihr dann in dieser Zeit Glucose und Aminosäuren zu euch führt, also sprich Kohlenhydrate oder Eiweiß, dann ist es so, dass das Insulin euch dabei hilft, das Muskeleiweiß zu synthetisieren und das Muskelglykogen aufzufüllen. Bleiben wir mal bei dem Trainingsende, also bei dem Belastungsende. Wenn ihr fertig mit dem Training seid, dann verfällt der Körper in eine katabole Phase, also in eine abbauende Phase. Und der Körper braucht natürlich so schnell wie möglich seine Nährstoffe. Je schneller ihr Makro- und Mikronährstoffe zu euch führt, desto schneller regelt das Insulin eure katabole Phase sozusagen und wandelt das Ganze in eine anabole Phase, was dann natürlich der Regeneration und der Muskelaufbau dient. Deswegen sagt man auch, dass das Insulin der anabole Regler des Muskels ist. Okay, gut, wir haben jetzt hart trainiert. Insulin regelt das Ganze. Okay, aber wir dürfen das Stresshormon Cortisol nicht vergessen. Wenn wir hart trainieren, dann stehen wir immer unter Stress. Ob psychisch oder physisch, für den Körper ist das vollkommen egal. Cortisol wird ausgeschüttet. Und dem entgegenzuwirken, sollten wir schnell Kohlenhydrate zu uns führen, also schnelle Kohlenhydrate zu uns führen. Das heißt, Einfachzucker sind hier bevorzugt. Also am besten ja irgendwie Traubenzucker, wie zum Beispiel also in Bananen oder irgendwelche Obstarten, Obstsorten sind hier immer ja bevorzugt und dann setzt das Insulin ein und wirkt dagegen, um diesen Stress, ja, Level zu senken. Das hört sich natürlich gut an. Muskelproteinsynthese, Auffüllung der Kohlenhydratspeicher und so weiter und so fort. Natürlich. Aber es begünstigt auch die Einlagerung von Glucose im Fettgewebe. Was nichts anderes heißt, dass wir fett werden, wenn wir zu viel, ja, durch das Insulin Kohlenhydrate zu uns nehmen, dass dann auch viel Fett eingelagert wird. Natürlich ist die Kalorienbilanz entscheidend, aber wenn diese Speicher voll sind, überfüllt sich das Ganze sozusagen, also grob gesagt, und es lagert sich im Fett ein. Und deswegen solltet ihr vor allem im Abbau darauf achten, nicht zu viel Einfachzucker zu euch zu nehmen und vor allem das Insulin blockiert die Fettverbrennung. Deswegen, wenn dieser Insulinspiegel ansteigt, könnt ihr kein Fett verbrennen. Es funktioniert einfach nicht. Deswegen rate ich zum Beispiel zum Carb-Backloading oder Renegade-Diät oder was auch immer, dass ihr die Carbs einspart, also über den Tag, und dieser Spiegel nicht ansteigt. Weil wenn er nicht ansteigt, dann könnt ihr schön und gut Fett verbrennen. Natürlich auch nicht zu viel Eiweiß zu euch nehmen, weil dann
die Gluconeogenese eintritt, also das Protein zu Glucose umgewandelt wird und so weiter, ist eine andere Geschichte jetzt. Aber haltet diesen, ja, den Ball flach, das Insulin flach, dann wird auch die Fettverbrennung eingeleitet. Und am besten auch nicht so eine Achterbahn fahren, also immer hoch und runter und so weiter. Dann kommt der Heißhunger, deswegen beim Einfachzucker kann das ziemlich schnell passieren. Deswegen rate ich hier zum Mehrfachzucker zu greifen, also Reis, Kartoffeln und so weiter, Vollkornprodukte. Ist immer gut, weil die halt mehrkettig sind und die erst zerlegt werden müssen. Und so schnell kriegt ihr dann nicht Hunger als bei einer Banane und so weiter. Und ja, wie gesagt, für den Aufbau, da könnt ihr natürlich eine Banane sofort reinhauen und so weiter, aber auch nicht zu viel. Reis ist natürlich immer noch das Beste, meiner Meinung nach. Klartext, wenn ihr Fett verbrennen möchtet, solltet ihr so wenig wie möglich Insulin im Blut haben. Vor allem nach dem Training dann auf Mehrfachzucker lieber zurückzugreifen, als auf das Einfachzucker. Und nicht zu viele Fette mit euch nehmen, auch nicht im Aufbau, weil wenn ihr zu viele Fette nach dem Training mit Kohlenhydraten mischt, wie gesagt, Insulin, dann kommt noch Fett mit dazu und so wird viel mehr Fett eingelagert. Deswegen immer vor dem Training ein bisschen, ja, die Fette reinhauen und abends dann mehr auf Proteine und mehrfach kettige Kohlenhydrate zurückgreifen. So Leute, das war's über das Insulin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr über das Insulin wisst. Vor allem, wenn ihr Diabetiker seid, dann würde ich mich sehr darüber freuen, was ihr so darüber wisst. Und abonniert mich, wenn ihr noch weitere Videos sehen möchtet. Also vor allem im Fitnessalphabet, wir sind jetzt beim IS angelangt. Da kommt noch jede Menge auf euch zu und wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne sag ich Peace!